Die erste Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Doberlo-Kirchhain bleibt bestehen. Das hat die zentrale Ausländerbehörde heute klargestellt. Ursprünglich ja für rund 1000 Personen geschaffen, als der Zustrom einen Höhepunkt erreichte. Doch auch nach dem Rückgang wird sie weiter genutzt. Derzeit leben etwa 550 Asylbewerber dort. Heute bekamen sie Besuch von den zuständigen Stellen. Weihnachten, das erste Mal in der neuen Heimat mit neuen Liedern vom Christkind etwa und der Heiligen Nacht. Dass sie eigentlich Muslime sind, spielt heute keine Rolle. Singen gehört zum Feiern, auch in Doberlo-Kirchhain. Am Nachmittag also viel Harmonie im Gemeinschaftsraum der Flüchtlingsunterkunft. In der Nacht dagegen hat es wieder Ärger gegeben, ein Angriff auf den Wachschutz, später eine Messerstecherei. Es gibt in Sammelunterkünften auch Probleme unter Bewohnern. Es kann auch zu Konflikten unter Bewohnern kommen. In der Regel ist das aufgrund der beengten Wohnsituation und Streitigkeiten. Die Bewohner müssen sich ja auch Zimmer teilen. Es kann aber ganz unterschiedliche Gründe haben. Persönliche Animositäten, Stress, vielleicht auch Bewohner, die psychische Probleme haben, die andere nerven. Gegen Aggression und Lagerkoller hilft vor allem Beschäftigung. Eine ruhige Kugel schieben etwa oder mit einem Schraubenzieher Hand anlegen. In den Werkstätten bekam man heute Besuch aus Potsdam. Ausländerbehörde und Innenministerium wollten nach dem Rechten sehen. Die Bedingungen sind hier für die geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, sehr gut. Auch die Angebote, die hier den Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden, ob es die Holzwerkstatt ist, ob es die Möglichkeit ist, eben auch Fahrräder zu reparieren und da eben auch handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen, die sie dann, wenn sie vielleicht zurück müssen in ihr Land und auch beim Aufbau, sicher gut anwenden können. Aus der überfüllten Zeltstadt, die die Erstaufnahmeeinrichtung noch vor 2 Jahren war, ist mittlerweile ein gut sortierter Heimbetrieb geworden. Ausgelastet ist der Standort aber nicht. Belegt ist derzeit gerade einmal jedes zweite Bett. Wir wissen nicht, was morgen übermorgen kommt. Also die Flüchtlinge melden sich ja nicht an. Man weiß nicht, wie viele kommen in den nächsten Monaten oder Jahren. Man muss immer darauf gefasst sein, dass sie auch starke Schwankungen haben können. Damit wir jederzeit aufnahmefähig sind, jederzeit Menschen ein Bett bieten können, sollten wir uns diesen Puffer, diese Auffangfunktion, diese Reserve hier leisten. Wie es weitergeht im nächsten Jahr. Auch Sie dürften davon bestenfalls eine vage Ahnung haben, die Neuankömmlinge des Nachmittags. Aussteigen nach einer langen Reise, jetzt also Doberlo-Kirchhain, Endstation fürs Erste.